Joho, Animal Crossing-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Everyday Animal Crossing. You leave, unser Dorf soll schöner werden, Pilzdorf. Wenn der Titel noch länger wird, dann müssen die bei YouTube anbauen. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich meine YouTube-Titel irgendwie beschreiben soll, weil das Spiel, das ist so lang und dann will man noch sagen, was im Part vorgekommen ist und die Partnummer und dann ist es ja auch noch immer Pilzdorf und Igelbau. Hallo, Felix, schiebst du mich mal nicht durch die Gegend? Wartet, die Glocke ist so laut. Dankeschön, Big Ben. Unterhalten wir uns. Du bist doch eine super Insektenjägerin, Halli. Schenkst du mir einen Schmetterling? Dann kann ich endlich mein Lieblingslied im Duett schmettern. Hilfst du mir, Manu? Sag doch nicht Manu, ehe ich Nein gesagt habe. Natürlich fange ich dir einen Schmetterling. Echt verlassen, Honey. Ich glaube, das habe ich ihm schon zweimal versprochen, aber gut. Es ist halt so ein bisschen Hohlhörnchen. Das ist wie so ein Guppi, weißt du? Der merkt sich auch nicht die drei Sekunden, die letzten drei Sekunden vielleicht gerade so einmal im Glas im Kreis geschwommen. Oh, alles neu. Oh, Berry, 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 Berry. Nein, Fatima, Berry, 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 Baby, Bossy, Berry, Boo. Oh, ja, ich hab Belly. Halli, hallo, Promi. Also, worum geht's? Auch plaudern wir. Kann man mein Haus irgendwie noch gemütlicher machen? Ha, genau, Bali. Kannst du mir ein paar schicke Möbel empfehlen? Was dir gefällt, gefällt mir bestimmt auch, Promi. Ja, kann man ja mal gucken. Hallo, Fatima. Schön, dass wir uns oft unterhalten können. Ja, wolltest du irgendwas? Ja, wie geht's? Wie steht's? Oft unterhalten? Was meinst du damit? Wir haben doch heute gerade... Blackout? Bin ich auch ein Guppi? Oh, hallo Fatima! Oh, du redest gerade mit mir. Ja, wie läuft's? An so einem schönen klaren Tag bekommen wir doch auch gleich einen klaren Kopf. Was für ein schöner Tag. Ja, ne? Kann man ja, ist schön. Ha, Günther! Ich hab dich ja ewig nicht mehr gesehen. Jattendog! Schön ist wieder auf für einen Spaziergang. Was hin? Kann ich irgendwo so die Stillen? Ja, wir könnten uns unterhalten, was wir quasi schon tun. Oh, heute trägt mein Kätzchen-Shirt. Ich finde, es gibt bessere Orte zum Reden als diesen hier. Anni, wenn sie nicht ausmacht, könnten wir doch zu mir gehen, hehem. Da hätten wir doch gleich eine ganz andere Atmosphäre. Wir müssen in der Welt. Keine Sorge, ich kann mich ganz gut benehmen, wenn ich bei anderen Leuten zu Gast bin. Also, was hältst du davon? Jetzt zu mir, zu dir. Ja, klar, auf geht's. Na, danke, Honey. Willst du mich dann zu deinem Haus bringen? Also bei mir. Ja, das ist das. Wo ist mein. Ach, hier ist mein Haus. Dann komm mal hier um die Ecke. So? Ich muss mal den Haus um die Ecke bringen. Das meinte ich jetzt anders. Hier. Ich mach die Tür mal kurz auf und da ist ja noch Post für mich. Post für mich, Post für mich. Ich habe Post bekommen. Freue ich mich. Oh, Günthers Bürzel ist am Wackeln. Ist das cute. Ja, dann schau dich mal um hier. Ist ein schöner Ort. Kann ich an meinen Schrank? Sehr gut, dann kann ich da vielleicht mal ein paar Sachen weglegen. Ich habe da noch die Mannequins, die ich noch irgendwo dann aufstellen muss. Ach, stimmt, den Goldfisch, den muss ich auch noch irgendwo hinstellen. Blockhauswand, Kachelboden, stimmt, die müsste ich jetzt weglegen, weil wir ja jetzt da den Weihnachtsdekorationskrempel haben. Der Festtagsfernseher passt einfach leider nirgendwo hin. Oh Gott, wir sind schon wieder fast voll. Ich muss aufräumen. Ich sollte vielleicht mal diese Dinge da wegbringen, mir die Gyroiden alle angucken und entscheiden, welche ich davon behalten will. Die Fossilien könnte ich auch mal wieder wegbringen. Schlimm, schlimm. Oh, ich kümmere mich gar nicht richtig um meinen Gast. Na Günther, wie gefällt's dir hier? Was soll das denn bedeuten, dass es nach mir riecht? Das Zimmer gefällt mir gut. Am liebsten würde ich sofort einziehen. Oh, ich mach nur Witze. Ich schieb dich mal weg. Am besten da in die Truhe, dann bin ich hier. Oh, das ist alles nur ein größer Witz. Wir werden den Hamster aber auch wieder los, oder? Du kannst dir mal... Guck dir mal meine andere coole Bude an hier oben. Mein schönes Schlafzimmer.
Der spielt auch mega coole Musik. Hier. Dich ruhig um, Günther. Oh Gott, das ist so süß, wenn die bei ihm zu Besuch sind. Ich finde das einfach so herzig. Man kann ihnen das Zimmer zeigen und die wuseln dann da drin rum. Dieses Spiel ist so unfassbar niedlich. Immer wenn ich denke so, ach ja, kennst doch schon alles. Dann kommt wieder ein neuer Moment, wo man sich aber denkt, ja, war die Günther so süß. Wo hast du denn die ganzen Sachen her? Das meiste habe ich schon noch nie im Laden gesehen. Dann musst du mal zur Grazia gehen. Hier, Fernseher anmachen. Sport und so, weißt du? Kann ja ein bisschen Sport machen, warte. Hier, ich mache auch mal ein paar Übungen. Hier. Sieht doch fast genauso aus. Oh nee, war falsch. Okay, warte, ich versuch's nochmal. Und dann so. Ja, das lief doch ganz gut, glaube ich. Jetzt die Hand heben, kann ich. Jetzt klatschen. Sehr schön. Na, mein Süßer? Ja. Ich frage mich, wie deine anderen Zimmer eingerichtet sind, Honey. Oh, er will noch mehr sehen. Ja, warte mal. Jetzt habe ich den Fernseher angelassen. Ich bezahle ja eh keine Stromrechnung. Aus unerfindlichen Gründen. Ich kann dir meine Küche zeigen. Günther, komm, Küche! Sieht halt einfach auch mega gut aus, meine Küche. Ich mag sie so total gerne. Günther denkt sich, oh nee, ich gehe gleich wieder. Und, wie findest du die Küche? Ich frage mich, wie deine anderen Zimmer eingerichtet sind, Honey. Also kurz gesagt, er findet sie nicht so gut. Dann lass mich da mal durch. Dann reicht das jetzt auch. Ich kann dir noch meinen Futzkeller zeigen, aber das ist was ganz Besonderes und Privates, Günther. Das ist auch vielleicht etwas, was du nicht unbedingt sehen willst. Dann, ich würde sagen, ich schmeiß dich mal raus. Was du draußen noch was zu tun, Honey? Aber geh ich jetzt mal nach Hause? Da hat doch viel Spaß gemacht. Na dann. Bin ja mal gespannt, was jetzt in der Post auf mich wartet. Passt für mich. Ich habe Post bekommen, da freue ich mich. Und was haben wir da hier? Einen Brief. Oh, stimmt. Mein Geschenk habe ich noch gar nicht weggeschickt. Und Maria müssen wir noch besuchen gehen. Die kennen wir noch gar nicht. Von Mischka. Für meine Trendsetterin. Süße Sachen. Was anderes interessiert mich nicht. Und diesmal habe ich das Süßeste vom Süßen gefunden. Das wird der neue Trend. Und du wirst ihn starten. Benutzt es ja auch, Mischka. Okay, und das ist jetzt bitte einmal was? Ein Rubinband. Das stimmt schon, das ist schon sehr süß. Ich sollte mir mal langsam so ein bisschen winterliche Klamotten anziehen, ne? Wir müssen uns mal einen Pulli suchen. Was ist denn los? Felix, alles okay bei dir oder was? Halli, hallo, Halli. Also, worum geht's? Nichts. Ich fange dir noch deinen Schmetterling. Das macht nichts, Manu. Ich vergesse auch oft, dass ich was sagen wollte. Ja, du bist ja auch ein Hohlhörnchen, ne? Haben wir ja fest. Da ist der Schmetterling. Lol. Nee. Hab's gefangen. Alles gut. Ein Monarchenfalter. Knallorange. Soll das etwa eine Tarnung sein? Felix. Hallo, Honey. Kann ich dir irgendwie helfen, Manu? Ja, ich hab dein Insekt. Hier. War sehr anstrengend. Ist mir fast davon geflattert. Bitteschön. Mann, du hast mir einen Monarchenfalter mitgebracht. Dankeschön. Genau. Ich habe auch ein Geschenk für dich vorbereitet. Hier, guck mal da. Es ist eine Elefantenrutsche. Hoffentlich gefällt sie dir. Oh, Elefantenrutsche. Danke, Felix. Barry? Barry, hallo, Schatz. Oh, das wäre fast daneben gegangen. Barry. Hola, schau mal, wir begegnen uns jetzt schon wieder, Brummi. was wolltest du noch mal? Also, was sagst du dazu? Hier, die Elefantenrutsche. Tada!
Sowas habe ich schon. Oh. Na gut, dann nicht. Könnt ihr mir auch meinen Goldfisch geben? Ruid hast du ja eigentlich auch schon, ne? Weiß halt nicht. Ich glaube, ich verkaufe mal so ein paar Sachen, damit mein Inventar ein bisschen leerer wird. Ist vielleicht sinnvoll. Hey, hier wohnt ja jetzt die Maria. Ist ja ein hübsches Haus. Hier wohnt Maria. Ist auch gerade nicht zu Hause. Maria? Da ist ja unsere Maria. Hi. Gott, siehst du hübsch aus. Gott, bist du ein hübsches Nilpferd. Hallo, Honey. Du siehst aber mal wieder zufrieden aus. Tarap. Tja, wolltest du etwas Bestimmtes? Wie geht's? Wie steht's? Oh weh, hab ich aber einen Hunger. Meinst du, du könntest mir einen Apfel bringen? Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo Äpfel in der Stadt. Oh, wirklich? Oh, ich freue mich schon. Ja, kein Problem, Maria, machen wir doch. Unser Dessert-Hörnchen, unser Dessert-Nashörnchen. Ich muss aber erst mein Inventar aufräumen. Dafür muss ich zur Fundgrube, dafür muss ich ganz darunter. Ich finde es praktisch, dass in Ilbau die Fundgrube einfach mal da oben ist. Und man da so leicht hinkommt. Und wir müssen hier immer so weit laufen. Ah, sie haben doch die Brücken gepatcht, ne? Wir müssen uns doch jetzt hier auch eine Brücke irgendwie hinbauen können. Also die sollen ja jetzt auch von Haus zu Haus viel näher gehen. Müsste also funktionieren. Müssen wir mal ausprobieren. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben? Vielen Dank übrigens für die ganzen Tipps und die ganzen Informationen zu den Patchnotes. Da war mehr drin, als man dachte. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ja, was kann ich für dich tun? Verkaufen. Ah, du möchtest was verkaufen? Na ja, was hast du denn mitgebracht? Eine Elefantenrutsche, Rubinbein besitze ich schon. Ich tu mal die Geruiden verkaufen, weil wir kriegen doch sowieso immer wieder welche. Ah, ist das alles? Lass mich das zusammenrechnen. Ja, mindestens eine dieser Items ist extrem wertvoll. Also, 5628 Sternis? Das? Willst du mir geben, wenn du sagst, es ist extrem wertvoll? Das ist bestimmt eins der Fossilien oder sowas. Hier, bitte. Oh, vielen Dank. Bring gerne mal wieder das vorbei, Trottel. Ey, was? Ich hab gar nichts gesagt. Okay, das will ich aber auch wohl meinen. Ah, danke für deinen Besuch, Trottel. Was? Ey, das habt ihr auch gehört, oder? Das hat sie gesagt, oder? Oh Gott, hab ich bestimmt was total Seltenes verkauft jetzt. Mist, verdammter. Apropos verkaufen. Wir haben ja noch recht viel Geld. Wir sollten unbedingt mal... Achso, ein Apfel. Wir sollten unbedingt mal unsere Schulden abzahlen und das Stadtverschönerungsprojekt fertigstellen, damit wir halt vielleicht die Brücke bauen können. Oh, Lukas fehlt mir jetzt schon so ein bisschen. Ich mochte Lukas mit seinem Yo, Dude. Aber man muss sie halt einfach auch mal ziehen lassen. Ich habe keine Äpfel, oder? Also hier zumindest nicht. Aber ich hatte unten Äpfel. So Persimonen, Birnen. Ich werde doch wohl einen Apfel haben. Dieser extrem herbstliche Boden ist echt schön. Hallo, Fatima. Dann haben wir hier unten Äpfel, oder? Popos, Kirschen, noch mehr Kirschen. Durianfrüchte, Äpfel. Oh, hier liegt ja auch gerade einer rum. Was nehmen wir den hier? So, dann gehen wir auch brav die Wege entlang, auch wenn das außer mir sowieso keiner tut. Oh, Maria! Ich war doch hier gerade irgendwo, oder? War die hier irgendwo? Fatima, hast du Maria gesehen? Ach, da bist du ja. Ach, schön, dass wir uns so oft unterhalten können. Trapp, so wolltest du über irgendwas Bestimmtes sprechen. Hier, bitte, ich habe einen Apfel. Oh, wie aufregend. Da hast du einen Apfel und Guppi gegeben, lol. Voll gut. Ja, es ist ein Goldfisch. Das wollte ich aber nicht. Ja, auf diesen Moment habe ich gewartet. Darauf hatte ich richtig Heißhunger. Das war jetzt echt lecker. Hier, da du so nett zu mir warst, sollst du mein Normalbett haben. Ist ja voll normal, ey. Du hast dir genau gemerkt, was ich haben wollte. Danke dafür. Ich hätte dir fast einen Goldfisch gegeben, aber nur fast. Tja, wir sollten uns wirklich mal in Winterkleidung packen, weil ich meine, es ist jetzt sowas von Herbst. Herbst. Herbstlicher geht's schon gar nicht mehr, Herbst. Und das bedeutet, bald wird es hier richtig eisig und frostig und die ersten Schneeschauer kommen und so. Es geht ja straight auf Dezember zu. Gott, dieses Jahr war so unfassbar lang.
Kommt mir jetzt auch schon wieder vor, als wäre seit 3 Jahren Herbst. Ich finde halt eigentlich auch meine Klamotten ganz cool. Ich weiß nicht genau, wo ich die ganzen Mannequins hinstellen soll. Auf der einen Seite könnten wir sie halt auch noch alle nach oben bringen. In mein YouTube-Aufnahmezimmer. So nebeneinander aufreihen quasi. Alter, ich liebe Pikmin. Ich würde so gerne Pikmin einfach nochmal let's playen. Ich hoffe, es kommt für die Nintendo Switch ein neuer Teil. Also nochmal Pikmin spielen. Das wäre Hammer. Oh, ich vermisse Pikmin so sehr. Hui. Oh, das war so ein großartiges Let's Play. Das hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war fast ein bisschen klein für die ganzen Mannequins, ne? Hier passt so mal nichts rein. Ich will ja auch einige Räume gar nicht vergrößern, weil ich finde halt Vollgröße sieht auch gar nicht so gut aus. Wie geht's in meinem Keller? Hier mal schreit, er sitzt halt im Furzkeller fest und kommt auch nie wieder raus. Und ist, Hilfe! Das ist so ein Schreien. Annalena. Hallo, jemand zu Hause? Warte. Ich war gerade in meinem Folter. Ich meine im Furz. Ich meinte in meinem Kellerabstellraum. Annalena? Oh. Tut mir leid, dass ich hier so unangemeldet hereinplatze. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ich mache meine Antwort abwartend. Ich wollte eigentlich gerade meine Mannequins hier hinstellen und so. Was meinst du denn? Herbstoutfit? Ja, nein? Oder Winteroutfit? Ich hoffe, ich fahre nicht zu sehr mit der Tür ins Haus, weißt du? Das war so. Ich habe vorhin einen Fisch gesehen, der hat mich so sehr an dich erinnert. Er hatte so süße Zähnchen. Was, ein Vampirfisch? Ich meinte ein, Rasiermesserscharf. Ich meinte ein Guppi, weil mein Gehirn wie von einem Guppi, das habe ich vorhin gesagt. Du kannst das gar nicht wissen. Woher weiß sie das? Sie mich stalkt? Sie hat bestimmt mein Selbstgespräch belauscht. Jedenfalls habe ich da beschlossen, dich spontan zu besuchen. Wir könnten über Ichthyologie reden. Was? Was? Moment. Ichthyologie. Fischkunde. Achso, verstehe. Hey, ich bin aber kein Fisch, auch wenn ich das Gedächtnis eines Fisches habe. Kein Wunder, dass du hier drin so frische Luft hast. Du hast ja auch eine Pachira. Außerdem sind Pflanzen generell sehr entspannt, finde ich. Als säße man draußen im Grün. Ja, guck dir meine schöne Wand an. Die ist doch auch so, als wäre man draußen im Grün, oder? Ich kann ja mal gucken, ob wir hier vielleicht die Mannequins doch irgendwo aufstellen. So in einer Reihe oder so. Es passt nicht in mein Weihnachtszimmer. Mein Weihnachtszimmer ist so schön. Ich mag mein Weihnachtszimmer. Annalena? Okay, sie will sich die anderen nicht angucken, die Zimmer. Achso, wäre nicht besucht. Aber die ist doch gar nicht in dem Raum. Oh, ich liebe es. Ich liebe es hier. Ich mag mein Weihnachtszimmer so sehr. Und das ist auch einfach die schönste Spieluhr von allen. Kann man nicht anders sagen. Tja, Annalena. Ach, bei dir ist es schön. So langsam sollte ich mich aber wohl wieder auf den Weg machen. Vielen Dank für alles und bis bald mal wieder. Okay, tschüss, Annalena. Ach, ich weiß nicht, wo ich meine Mannequins hinstellen soll. Ich guck mal einfach. Irgendwo wird es ja wohl noch Platz geben. Ich brauche ein größeres Haus. Entschuldigung, ich muss das immer nachmachen. So, das sind ja meine Hexenklamotten. Das hier war... Was möchtest du mit dem Mannequin tun? Seine Kleidung tragen. Ja, das war ja mein...
Ist ja auch echt ganz süß. Das war ja mein White Dress Outfit. Also ich finde auch so mit dem. Das finde ich ganz. Müssten doch eigentlich voll die Winterklamotten am Kreissäge, Strähnchen verrücken, Hotdog-Hut. Der Hotdog-Hut, Leute, wir haben Hotdog-Hut. Bienenband, Leuchtblumenfühler, Sternennadel, Königskrone, Schleifchenstrut, Brautschleier, Afro-Perücke. Hasenkapuze, Vario-Mütze, Streifenmütze. Das war, glaube ich, die einen das irgendwie warm macht, ne? Weiß nicht. Wieder mal einen Schnuller tragen? So lange keinen Schnuller mehr getragen. Sieht halt einfach voll süß aus. Schnuller dazu. Der hält auch schön warm im Gesicht. Entschuldige mal, ja. Ich habe auch noch viel zu lange den Schnuller getragen. Was? Nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Hast du was gehört? Hornbrille dazu. Ja, ich kann noch die Hornbrille dazu tragen. Faltenträgerkleid, Adrettkleid, Flanellkleid, Jeanskleid, Sonntagskleid. Ist da mehr so eine, hier so eine Ringelstrumpfhose dazu irgendwie? Pulli. Polunder mit Hemd. Lutscherpulli. Der Grauparker war auch nicht schlecht. Ich mag halt einfach diese ganzen gestreiften Sachen total gerne. Schnürstiefel. Ja, bräuchten wir auf jeden Fall Stiefel. Schneestiefel. Wenn es ja nun mal kalt und so dann draußen ist. Ne? Ich könnte halt auch wieder meine Original-Hornbrille tragen. Sieht halt einfach auch aus wie ich. Ne? Schöne Ringelsöckchen. Der Grauparker sieht nicht schlecht aus. Das sieht zu bieder aus. Das würde ich zwar tragen. Das hast du bieder wie ich, aber... Dann haben wir einmal die Stiefelchen. Oder die Winterstiefelchen. Ich wäre für die Winterstiefelchen. Die sehen eigentlich ganz nett aus. Nur kann man ja nichts sagen. So, Gamaschengedönse. Zip-Top locker Weste, Lutscherpulli. So, das muss ja wieder dahin. So. So, was haben wir für Hosen? Schwarzrock. Türkis, Yachthose, Rotseitenhose, Blechjeanshose, Tartanrock, Stonewashrock, Königshose, Schwarzjeanshose. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns dann auch da ein Design für einscannen, was zu dem hier passt. Müsste dann lila Winterpulli sein. Ich such mal und im nächsten Part sehen wir zu, dass wir mich in Winterklamotten stecken. Okay Leute, danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen. Das war heute ein Besuchtag und uns um Bewohnerkümmertag. Das hat auch mal wieder Spaß gemacht. Und im nächsten Part schauen wir uns dann einfach mal ein bisschen um, was wir vielleicht noch machen können. Vielleicht mal wieder ein bisschen Insel Escapist spielen oder so. Da hätte ich auch voll Bock drauf, glaube ich. Ja, das wäre mal wieder lustig. Und ja, Weihnachtsklamotten raussuchen, ne? Okay, macht's gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Namaste. Nee.